Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich dir zeigen, wie du diese ganzen Titel für dein Bullet Journal zeichnest. Ja, und dafür brauchst du erst einmal natürlich dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribble Set Matter. Dann Tombow Dual Brush Pens. Und einen Micron Fineliner. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe hier eine leere Doppelseite in meinem Bullet Journal, aber du kannst natürlich auch eine einfache Seite nehmen, weil wir brauchen gar nicht mehr als eine Seite. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich das als Referenzseite nehme sozusagen. Also ich mache mir die ganzen Titel hier hin, die kann ich natürlich nicht alle so nehmen, ne? Titel will ich ja nicht überall stehen haben. Aber ich brauche das, wenn ich mal einen Titel brauche, dann ist das schön, wenn ich darauf zurückgreifen kann. Ich kann dann einfach in meinem Bullet Journal auf diese Seite blättern und kann mir ein paar Ideen holen, was für Titel ich jetzt in meinem Bullet Journal benutze. Das Schöne ist auch, ich habe sie schon einmal ausprobiert. Ja, also es geht nichts darüber, Dinge schon mal gemacht zu haben, weil oftmals, wenn dem nicht so ist, naja gut, dann kann man es auch gut vermasseln. Ne? Deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn du das schon mal gemalt hast, wenn du schon mal einfach geguckt hast, wie das Ganze funktioniert, einfach mal ein Gefühl dafür kriegen. Ne? Also das ist jetzt hier mehr so eine Übungsseite. Ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, einfach so einen Goldton zu nehmen, ne, von den Tombow Stiften und eben den Micron Fineliner und mehr gar nicht. Also du sollst das jetzt hier gut sehen können, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wollte ich aber auch nicht so einen fürchterlichen Mix produzieren, das Ganze so unglaublich bunt machen. Deswegen habe ich mich jetzt hier einfach für eine Farbe entschieden. Du kannst natürlich jede andere nehmen, ne? Also es passt auch mit jeder anderen, gerade das Schwarze, das kann man immer benutzen und ja, dann kannst du einfach mal ausprobieren, wie das hinterher so in deinem Bullet Journal aussieht, wenn du eine Farbe wählst, die du gerne magst, ja, also da bist du wirklich völlig frei. Wichtig ist einfach nur, das einmal ausprobiert zu haben. Nochmal ein Tipp vorab, bevor du diese Titel für deinen Bullet Journal nimmst, bitte, was immer du schreiben möchtest, probier es einmal auf irgendeinem Schmierzettel vorher aus, weil du siehst schon hier Titel zum Beispiel und dann dieses Titel darunter, darüber, bedeutet, das Ganze muss gleich lang sein. Ist es oftmals nicht. Dann muss man natürlich einen Weg drumherum finden. Das sieht bestimmt auch schön aus, wenn man einfach etwas da reinschreibt und dann ein paar Buchstaben drumherum macht oder das Ganze länger macht. Aber vielleicht probierst du es einmal aus. Also schnapp dir hier eine Idee, aber probier es einmal auf einem Zettel aus, bevor du das Ganze in deinen Bullet Journal schreibst.
Ja, das war es auch schon fast von mir für heute. In unserem Shop findest du natürlich immer ein Freebie passend zu dem Video. In diesem Fall machen wir hier mal eins von diesen Bannern nach. Ja, da zeige ich dir ganz genau, wie das geht, Schritt für Schritt. Das kannst du dir ausdrucken. Das heißt, du kannst das im Shop holen, das ist kostenlos erhältlich und dann kannst du das ausdrucken und einfach einmal Schritt für Schritt nachmalen, ja, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vielleicht hinterlässt du uns einen Kommentar und abonnierst unseren Kanal und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!